Gegen antibiotikaresistente Keime verursachen immer mehr Todesfälle in Europa. Eine EU-weite Studie verzeichnet von 2007 bis 2015 einen Anstieg von rund einem Drittel auf mehr als 30.000. Die meisten Menschen infizieren sich mit den Keimen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Die dadurch verursachten Krankheiten sind schwer oder gar nicht mehr zu behandeln. Im Idealfall wirkt ein Antibiotikum bei einer bakteriellen Infektion, indem es die Erreger zerstört oder daran hindert, sich zu vermehren. Doch Bakterien sind wahre Überlebenskünstler. Sie passen sich schnell an ihre Umgebung an und vermehren sich rasant. Dabei können Veränderungen in ihrem Erbgut auftreten. Die Erreger werden unempfindlich gegen das bisher eingesetzte Antibiotikum. Sie überstehen die Therapie, vermehren sich und geben ihre Resistenz an andere Bakterien weiter. Solch eine Kettenreaktion kann auch ausgelöst werden, wenn Patienten ihre Antibiotika zu früh absetzen. Generell führt der vermehrte Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Massentierhaltung, besonders von Schweinen und Hühnern, dazu, dass sich einige Bakterien so verändern, dass sie gegen die meisten der gängigen Medikamente resistent werden. Sie sind multiresistent. Europaweit steigen die Zahlen der Infektionen und Todesfälle durch resistente Keime. Das zeigen neue Forschungsergebnisse des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten in Schweden. Die Macher der Studie sehen die Ursache vor allem im steigenden Antibiotikaverbrauch. Wir verabreichen viel zu viel Antibiotikum an Patienten, die es nicht bräuchten, oder in der falschen Dosis oder falscher Länge. 2007 starben laut Studie EU-weit rund 25.000 Menschen durch antibiotikaresistente Keime. 2015 waren es bereits 33.000 Menschen. Mehr als 670.000 infizierten sich in diesem Jahr, fast doppelt so viel wie 2007. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Italien am stärksten betroffen. 2015 starben dort mehr als 10.000 Menschen. In Deutschland gab es durch die Infektionen fast 2.400 Todesfälle. Besonders hohe Infektionszahlen stellten die Forscher der Studie auch in anderen südlichen EU-Ländern wie Griechenland und Portugal fest. Experten in Deutschland verwundert das nicht. Zum einen werden sehr viel mehr Antibiotika in diesen Ländern verordnet und eingenommen von den Menschen, die auch sehr viel leichter an solche Substanzen herankommen können. Und zum anderen haben die Erreger eine bessere Möglichkeit, sich in Krankenhäusern auszubreiten. Der Grund? Mangelhafte hygienische Standards. Erst wenn sich das ändert, können antibiotikaresistente Keime erfolgreich bekämpft werden.